Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man im Skype Freigeben aus dem Explorer-Kontextmenü entfernt. Die neueste Version von Skype hat einige Änderungen am Explorer-Kontextmenü vorgenommen. Es wurde nämlich die Zeile im Skype Freigeben angezeigt. Diese Funktion ist für viele Benutzer einfach, ärgerlich und sie suchen nach Möglichkeiten, sie loszuwerden. Später im Video werde ich zeigen, wie einfach es ist, diesen Artikel zu löschen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Um das angegebene Element im Kontextmenü zu löschen, müssen Sie den Registrierungs-Editor verwenden. Wir drücken die Tastenkombination Win plus R und führen im Fenster Write Regedit aus. Wechseln Sie im Registrierungs-Editor zu diesem Pfad HK Classes Root Shell. Hier suchen wir nach dem Share with Skype Verzeichnis, um den Explorer im Skype freigeben. Aus dem Kontextmenü zu entfernen, müssen Sie dieses Verzeichnis vollständig löschen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf, löschen und bestätigen das Entfernen. Wenn Sie befürchten, dass Sie etwas Unnötiges löschen, exportieren Sie die Registrierungsdatei. Dann können Sie in den ursprünglichen Zustand zurückkehren. Klicken Sie zum Exportieren auf Datei exportieren, geben Sie den Dateinamen und den Speicherpfad an und klicken Sie auf Speichern. Wenn Sie nur Änderungen an diesem Verzeichnis vornehmen, können Sie einen bestimmten Registrierungszweig speichern. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem ausgewählten Zweig. Durch Löschen des Abschnitts Share with Skype wird das Element auf Skype freigeben aus dem Explorer-Kontextmenü entfernt. Wenn Sie es zurückgeben möchten, importieren Sie die erstellte Registrierungsdatei. Datei importieren, wählen Sie die gewünschte Datei aus oder installieren Sie Skype neu. Wenn es nach dem Entfernen immer noch angezeigt wird, starten Sie einfach den Computer neu oder starten Sie den Explorer neu. Um den Explorer neu zu starten, öffnen Sie den Task Manager, wählen Sie Explorer in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Neustart. Wie Sie sehen können, ist das Element verschwunden. Wenn Sie jedoch mit der rechten Maustaste auf die Datei klicken und den Kontext aufrufen und auf Senden klicken, wird hier auch ein Skype-Element angezeigt. Um es zu entfernen, müssen Sie auch die Registrierung bearbeiten. Öffnen Sie die Registrierung und folgen Sie dem Pfad HK Classes Root Shell X Kontextmenü Handlers. Hier müssen Sie das Modern Sharing Verzeichnis suchen und löschen. Dann verschwindet dieses Element aus dem Kontextmenü. Wenn es nicht verschwindet, starten Sie den Computer neu. Und das ist alles. Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.